Wunderbar, in Gedächtnis an Herrn Elsholz. Eigentlich sollte jeder Minecrafter einen Elsholz-Gedächtnisstrand haben. Oder zumindest so etwas ähnliches wie einen Elsholz-Gedächtnisstrand. Jeder sollte so etwas ähnliches wie einen Elsholz-Gedächtnisstrand haben. Einfach um... Ah, das sieht schon sehr geil aus. Alter Schwede. Einfach um jemanden zu huldigen, ja? Einfach einen Ort einzurichten, an dem man an jemanden denkt, der einem besonders viel bedeutet, dem man großen Respekt hat, der irgendwie kulturell, musikalisch einen besonders beeinflusst hat in seiner Kindheit oder wo auch immer. So, wie viel brauchen wir denn? 3 Stacks Sand dürften doch wohl reichen, oder? Oh. Okay, wir erweitern das Meer. Das sieht ja auch geil aus. Sehr nice. Oh. Genau so eigentlich. So. Ja, haben wir so eine Art Mini-Gedächtnisstrand für irgendjemanden. Da müssen wir uns dann auch raussuchen, für wen wir denn diesen Strand eigentlich einrichten wollen. Und ja, wie immer gilt da die Devise, wenn ihr jemanden kennt, den ihr besonders gut findet und ihr gerne hättet, dass ich den Strand nach ihm benenne, dann nur zu. Ansonsten suche ich mir da mal was aus. Habe ich nicht so Probleme. So. Die Ebene tragen wir noch ab und dann würde ich sagen, geht's auch schon wieder zurück und wir haben eigentlich dann auch ordentlich und genug Sand für alles Mögliche. Also, ich glaube, so viel Sand, so viel Glas brauchen wir gar nicht. So. Boing. Irgendwo in der Nähe ist eine Höhle. Danke für den Hinweis. Immer wieder toll, wenn man dadurch, wenn man da akustisch darauf hingewiesen wird. Sehr innovatives Gaming-System. So, wunderbar. Haben wir hier noch irgendwelche Materialien, die wir gut finden würden? Zum Beispiel... Nee, okay. Alles gut. So, dann würde ich sagen, auf nach Hause mit unseren über 4 Stack... Verzeihung. Oh, und wir sind schon wieder sehr hungrig und wir haben unser komplettes Brot fast aufgegessen, fällt mir mal gerade auf. Haben wir noch irgendwas anderes zum Essen dabei? Nein. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal flotti Karotti wieder mit etwas eindecken. Ich glaube ja auch, wir haben... auch ein paar Kühe, die wir schlachten könnten. So. Diese Rummopserei immer. So, und ah, da sind wir jetzt hier hinter dem Hafen angekommen. Sehr gut, so langsam schließt sich unsere Insel. Erschließt sich unsere Insel und wir haben nicht nur unser kleines Dörfchen, sondern haben auch mittlerweile mal einfach mal so eine kleine Dépendance irgendwo. Da hinten zum Beispiel haben wir eine kleine Hütte, wo wir jetzt wissen, wir haben jetzt hier unseren Strand und hier haben wir unseren Hafen, den wir jetzt langsam mal in Angriff nehmen. Es kann also nur besser werden. So, und jetzt ab geht's nach Hause. Nochmal das Ei mitnehmen. Plöp. Noch ein Ei. Und noch ein Ei. Seht ihr, was ich meine? Unfassbar. Huch, hat's mal kurz geruckelt. So, da sind wir zurück im Dorf, im heimatlichen Gedörfe. So. Guten Tag. Und wir schauen mal, was unser Garten macht. Und könnte gut sein, dass wir dort noch mal ein bisschen, jawohl, Weizen haben wir am Start. Wie sieht's aus mit Kartoffeln? Sieht auch sehr gut aus. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen mal schnell hier eine Ernte an den Start.
Herrlich. So, dann hören wir nämlich hier auch ordentlich Sachen braten. Ja, nach unserem längeren Ausflug und auch nachdem wir ja unser Inventar verloren haben, sind wir immer noch so ein bisschen dabei, hier unser Repertoire aufzubauen an Dingen, die wir haben. Und ja, da ist es einfach so, dann pflanzen wir hier Karotte, würde ich sagen. Haben wir mittlerweile genug für ein ganzes Feld. Ja, sehr gut. Dann Kartoschki. Wunderbar. Und zweimal Weizen, weil Weizen brauchen wir auch für unsere Kühe und unsere Schafe. Ist klar. So ganz hundertprozentig fit bin ich auch noch nicht. War ja ein bisschen krank am Start. Habe ich da versucht, irgendwie so ein bisschen zu schonen. Hat aber natürlich nichts gebracht, ne? Wenn man krank ist, ist man krank. So, dann haben wir unsere Felder bestellt. Kürbisse brauchen wir gerade nicht. Dann würde ich sagen, kochen wir mal ein bisschen. Cleanstones müsste in der Zwischenzeit ja auch durch sein, soweit ich weiß. Jawohl. Wunderbar, dann tauschen wir das doch mal schön ein gegen Kartoschki. 7, 8. Achso, die sind schon... Sind die schon gebraten oder was? Ach nee, wenn da was drin ist, dann geht das natürlich nicht. So, wunderbar. Und hier können wir nichts reinmachen. Wir können natürlich ein paar Kühe schlachten. Eier, wunderbar. Weizen, Kartoschkis. Hier haben wir noch gebackene Kartoschkis, das ist sehr gut. Karötchen. So, da haben wir noch eine Pilzsuppe. Ja, das wird doch langsam. So, Äpfel haben wir auch 12 Stück. Da fehlt uns noch ein bisschen Kohle. Dann ziehen wir mal kurz raus und besorgen uns ein bisschen Kuh. Na, ihr. So, das soll man erreichen. Jawohl, alles klar. Und gerade rechtzeitig, damit wir wieder nach Hause kommen. Und dann können wir uns schlafen legen. Ich glaube, in dieser Folge gehen die auf Sonnenauf- und Niedergänge relativ flotti. So, hier brät alles fleißig. Den müssen wir mal rausholen. Wunderbar, da können wir jetzt nämlich gleich Bricks draus machen. So, diese giftige Kartoffel kann man doch eigentlich auch wegschmeißen. Da fällt mir auf, einen Mülleimer haben wir auch noch nicht. Können wir uns bei Zeiten mal drum kümmern. So, dann haben wir hier noch rohes Fleisch. Das kommt natürlich in den Kühlschrank. Unser Leder kommt wohin? Ich habe schon an mehreren Orten jetzt Leder gesehen. Einmal hier, einmal dort. Das packen wir natürlich hier hin. So, dann wird das hier vielleicht unsere Sandtruhe. Da brauchen wir natürlich auch wieder Ofenkapazität. Genau. Nehmen wir doch einfach und packen da mal ein Stack Sand rein. Dass wir da gleich genügend haben, um... so, wunderbar. Da können wir natürlich uns jetzt gut von ernähren. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, einmal kurz ratzen und dann nehmen wir ein bisschen Glas mit und dann geht es weiter zu unserem wunderbaren Hafen, den wir ja gerade im Begriff sind zu bauen. So, schön. Ja, guten Morgen allerseits. Wahrscheinlich ist es hier auch noch nicht so viel passiert. Ist wirklich nicht so viel. Haben wir hier nicht gerade noch eine Blume am Start? Jawohl. Diese Blume können wir dann gleich mal
Komm, so, da reinpacken. Wunderbar. Noch 4 Kartoffeln, die hauen wir da rein. Ja. Wir brauchen einfach mehr Öfen, das steht schon mal fest. Also hier kann man so ein bisschen Essen kochen, das ist zwar nett, aber ich glaube, wir müssen uns mal für so eine große Braterei an Stein und sowas in der Art einfach mal, ja, warum eigentlich nicht hier unten? Da könnten wir doch einfach mal 2 Stück auch reinpacken, oder? Habe ich jetzt nicht so das Problem mit, machen wir einfach mal. So. Jetzt haben wir keinen Koppel mehr. Okay. Ja, müssen wir mal nach da hinten nochmal Koppel holen. Koppel war hier. So. Zip. 1, 2, 3, 4 nehme ich einfach mal mit. Wunderbar. Dann bauen wir uns doch hier einfach mal nochmal 2 rein. Da kann man sich ja eigentlich auch nochmal einen reinsetzen. Das macht ja nichts. Und wenn wir was brauchen, dann können wir da immer noch Steine und sowas braten. Oder zum Beispiel Sand, wenn wir jetzt auch braten. Dass man einfach nicht so ewig warten muss immer. So. Wunderbar. So, da habe ich gerade gesehen, wir haben kaum noch Fackeln am Start, die wir aber vielleicht mal brauchen werden. Sicher ist sicher, man weiß nie, wo man reinfällt. Und dann ist unsere Kohle auch schon wieder aus und dann müssen wir uns nochmal einen Kohleblock nehmen oder 2. Oh, Verzeihung. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt aber wahrscheinlich genügend, jawohl, 16 reicht jetzt erstmal. Die packen wir uns noch oben drauf. So. Dann nehmen wir die noch mit. Und den noch mit. So, dann kann es wieder weitergehen. Auf zu... Hoppala. Auf zu unserem Hafen. So, wunderbar, ich freue mich ja, dass wir das endlich mal angefangen haben, denn das schob ich schon so eine Weile vor mir rum. Hatte auch immer wieder Bock dazu, aber ich wusste, dass das ein bisschen größeres Projekt wird. Aber sobald wir hier einigermaßen durch sind, denke ich, dürfte es auch kein Problem sein. Ah, jetzt habe ich natürlich meine Bricks vergessen, beziehungsweise die sind hier. Dann können wir kurz hier in unsere kleine Werkstatt gehen. Und dort ein paar Bricks machen. Dann können wir nämlich in der Tat auch schon anfangen, unseren Vorplatz zu gestalten. Den wir wahrscheinlich hier mit einem doppelten Kiesweg hier rüber bauen und der dann hier so reingeht. Oh, Entschuldigung. So. Wie gesagt, bin noch nicht ganz fit, aber so ist das halt. Da kann man nichts machen. So, und hier, Verzeihung, werden wir dann genau, unseren kleinen Platz bauen. Ja, schauen wir mal, wie das aussieht. Das machen wir jetzt einfach mal. Noch bevor das Gebäude überhaupt steht. Aber dann haben wir hier zumindest schon mal so ein bisschen. So. Haben wir hier zumindest schon mal so ein bisschen auch einfach eine Umgebung, wo wir dann ungefähr auch sagen können,
ob das Dach dazu passt oder nicht. Das wirkt darauf hoffentlich. Was ist das hier? Sand? Okay, lustig. Wo kommt der her? Okay. Ist egal. Wir packen da wieder schön. Ja, den Jungs bei Varo hätte Hammelfleisch vermutlich auch sehr geholfen. Und ja, da geht es ja so langsam auch richtig zur Sache, muss ich mal sagen. Freue ich mich drüber. Auch wenn das alles irgendwie ziemliche Angsthasen sind. Aber das ist halt einfach eine aufregende Geschichte. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Bei EVE Online ist das eigentlich ganz ähnlich. Da ist das ja so, dass man, also das ist ein Massive Multiplayer Online Blabla Spiel. Und da ist es so, spiele ich schon seit Jahren. Und da ist es so, dass man am Anfang richtig, richtig Angst hat zu sterben, weil man natürlich noch nicht so viele Ressourcen hat. Ähnlich wie bei Varo jetzt. Das heißt, man hat sich ja mühevoll alles Mögliche aufgebaut und wenn man stirbt, ist man weg. Und dieses Gefühl, dass man, wenn man stirbt, einfach alles verliert und auch nicht mehr mitspielen kann, ist so groß am Anfang bei EVE Online, dass man wirklich Angst hat. Und ja, so im Laufe der Zeit verflüchtet sich das natürlich, aber auch einfach dadurch, dass das jetzt kein so ein Spiel ist wie bei oder so ein Szenario wie bei Varo, sondern man hat da natürlich da Clones, Mad Clones. Und wenn man stirbt, dann kann man immer wieder, dann wacht man halt einfach in seinem Mad-Clone auf. Man hat dann halt sein Schiff verloren und alle seine Implantate, die im Klon drin stecken. Aber das war's. Ja, das heißt, die Konsequenzen sind da eigentlich nicht ganz so groß. Aber am Anfang hat man halt keinen Mad-Clone, weil man so ein bestimmtes Standing zu einer Corporation braucht. Ja, und deswegen ist das relativ schmerzhaft. So, das sieht doch schon mal gar nicht so kacke aus. Wenn wir dabei sind, können wir doch eigentlich hier auch gleich den Weg irgendwie noch bauen. Ich hasse das ja, wenn er dann noch in die zweite Ebene reinboxt. So. Nee, genau sowas zum Beispiel. Auch total doof. Alter, ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie schlimmer geworden ist. Vielleicht haben die da was an der Sensibilität oder so geändert. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ihr müsst wirklich meinen Husten entschuldigen. Irgendwie ist gerade sehr kratzig alles. So, dann bauen wir uns hier mal schön durch. Einen schönen Weg. Huch, da war gerade was vom Himmel zu sehen. Wie machen wir das denn? Vielleicht erstmal so, dass wir hier, dass das eher so ein bisschen natürlich aussieht und nicht ganz so winklig. So, haben wir irgendwie Kies am Start? Nö, den holen wir auch noch kurz, füllen das hier auf. Und dann schaue ich mal kurz auf die Uhr. Jo, sind auch gut vorwärts gekommen. Wunderbar. Ne, mal kurz hier rein. So. Kies haben wir genügend am Start, dann können wir mal das hier auch reinpacken, den auch. Die hellgraue Wolle brauchen wir gerade auch nicht. Hammelfleisch brauchen wir auch nicht und Samen brauchen wir auch nicht, so. Sand brauchen wir auch nicht wirklich, hier haben wir unser Glas. Da können wir gleich, wenn wir schon mal hier sind, ein paar Glasscheiben machen. Genau. Ja, 32. Vielleicht brauchen wir auch ein paar Blöcke, deswegen habe ich jetzt erstmal nicht komplett alles in Scheiben gemacht. So, die Sonne geht jetzt unter, wir sputen uns. Nicht, dass gleich die ersten Monster uns überfallen. So, aber das haben wir ja super flott gemacht hier. Wunderbar.
Nö. So, dann haben wir das geschafft und ab, ab ins Bett. Gehen wir mal diesen Weg lang. Ja, und bei EVE Online ist halt auch so ähnlich, dass man richtig viel Angst hat, am Anfang zu sterben. Und deswegen kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, wie die sich fühlen. Aber das übt man halt einmal und weiß dann, was passieren kann und wie es passieren kann. Und dann bereitet man sich darauf vor. Man sieht das zum Beispiel bei, bei Minecrafter.de, glaube ich, heißt der. Die zwei, also das Team mit ihm, die springen da über die Insel, als gäbe es keine Feinde. Ist unfassbar. Die sind natürlich auch sehr gut vorbereitet, was ihre Equipment angeht. Aber im Grunde muss man das so ähnlich machen, relativ locker und flexibel sein. Und einfach wissen, wie man sich zu bewegen hat. Die haben auch kaum gesneakt. Die haben so ein bisschen gesneakt, aber nicht so viel. Und die anderen haben die ganze Zeit gesneakt und gesneakt und gesneakt. Wo ich dann auch irgendwann dachte, okay, ihr seid halt einfach, habt einfach noch nicht so viel, weil er die ganze Zeit sneakt. Damit seid ihr halt einfach viel langsamer, ne? Also einfach ein bisschen entspannter sein manchmal und besser eine gute Ausreißtaktik haben. Und dann auch mal gesehen werden, das macht ja nichts. Das heißt ja nicht mal, dass man gleich stirbt. Einfach viel Zeit damit zu verschwenden, zu sneaken. So, dann haben wir hier das da. Ja, das sieht geil aus. Sehr nice, okay. Gucken wir noch gleich mal. Haben wir denn genug dafür? Ich glaube ja. Könnte reichen. Okay, hier haben wir noch gar nichts gemacht. Auf der anderen Seite auch nicht. Hier haben wir schon ein bisschen. So. Und dann könnten wir hier das ja im Prinzip genauso machen. Dazu brauchen wir wieder Eichenholz. Und hier machen wir wieder zu. Ja, ne? Außer uns fällt dann in der Zwischenzeit nochmal was anderes ein. Bis dahin würde ich aber mal sagen, einfach zumachen. Zap, zap. So, wunderbar. Gut. Ja, das wird langsam, das wird. Sieht auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Jetzt würde ich auch sagen, machen wir hier nochmal eine Tür rein. So, der Weg ist auch in Ordnung, so bei Tageslicht kann man machen. Wird sich sowieso nochmal alles ein bisschen ändern. Sobald wir, was wollte ich holen? Türen! Ja, habe ich schon im Inventar. Was ist das denn? Oh ja, oh ja. Ich werde langsam alt. Und dann können wir uns vermutlich so langsam auch an das Dach machen. Ja, ist die Frage, was backen wir da oben rein? Ich mag es nicht hier oben einfach nur Holz reinsetzen. Ich fände es geil, wenn wir da oben diesen machen könnten. Ich weiß gerade nur nicht, wie das aussieht. Wir testen das einfach. So, Tür, Tür. Ja, sieht geil aus. Super, genauso habe ich es mir vorgestellt. Sehr gut. Wunderbar, ja, sehr gut, sehr gut. Das wird. Ich freue mich so. Wunderbar, hier gerade mit dem Überbau, es ist sehr cool. So, und ja, deswegen brauchen wir ein anderes Holz, weil wenn wir jetzt, für das Dach werden wir jetzt nämlich aus diesem Holz, mit dem wir diesen Übergang gemacht haben, diesen Überhang, auch das Dach machen würden, dann würde sich da gar nichts voneinander abheben. Und ich glaube, ein helleres Holz wird ganz interessant sein. Deswegen werden wir jetzt mal schon mal so ein bisschen so einen Materialtest machen. Und mit dem Holz, das ich hier am Start habe, ein paar Treppchen machen. Auch können wir eigentlich komplett einbauen.